Hallo, heute möchte ich in meinem Lesesalon die Stimme eines Schweizer Schriftstellers zu Wort kommen lassen, der heute fast vergessen ist, Friedrich Glauser. In den Anfängen war er bei der revolutionären Kunstbewegung des Dada in Zürich mit dabei und er gilt als ein bedeutender und als einer der ersten Krimi-Autoren der deutschen Sprache. Und sein Leben selbst war eine Art Krimi. Morphiumsucht, Geldnot, Beschaffungskriminalität, Entmündigung, immer wieder Klinikaufenthalte, Suizidversuche und Flucht. Einer dieser Fluchtpunkte war die Fremdenlegion in Marokko. Und dort spielt auch der Text, den ich jetzt lesen werde. Er ist auch aktuell wegen der gegenwärtigen Debatte um die Legalisierung von Cannabis. Und ich lese den Text genauso, wie er geschrieben wurde. Auch wenn darin Worte vorkommen, die heute nicht mehr zeitgemäß sind und auch als verletzend empfunden werden können. Friedrich Glauser, Kiff. Mahmud war mein Freund. Nach seinen Berufen habe ich ihn nie gefragt, denn es ging mich nichts an, womit er sein Leben verdiente, in dem einzimmerigen Haus an der Grenze zwischen dem Araberviertel von Bellabes und dem sogenannten Village Nègre, dem Dorf der billigen Lust. Einmal war ich in eine Schlägerei geraten, unvermutet. Matrachenhiebe fielen rund um mich, dicht wie Hagel. Da nahm mich jemand einfach unter den Arm, trug mich aus dem Getümmel und stellte mich in einem weiß gekalkten Zimmer ab, über das eine Karbidlampe grelles Licht spuckte. Von da an kam ich Mahmud immer wieder besuchen und stets war umgeben von einem Kreis schwarzer, keifender Straßenverkäufer. Sobald ich unter der Tür erschien, stand er auf, streckte mir die Hand entgegen und es war eine wahrhaft königliche Gebärde, führte er den Zeigefinger an die Lippen. La best, Julia. La best, la best. Geht's gut, Bruder? Es geht, es geht. Mahmud war groß, fast 2 Meter hoch. Er trug einen blauen Mantel über einem weißwollenen Hemd, dazu gelbseidene Pumphosen, die knapp unter dem Knie aufhörten. Um die Waden spannten sich nagelneue Sockenhalter, an denen die Socken hingen, ihr Rot erinnerte an gepanschten Wein. An einem Abend fiel mir sein Tun auf. Er war damit beschäftigt, getrocknete Tabakblätter zwischen seinen Handballen zu zerreiben. Dann stand er auf, holte aus einem Wandschrank andere Blätter, grüne, zerrieb auch diese und mischte ihren Staub unter das braune Pulver. Danach stellte er in die Mitte des Kreises eine alte Champagnerflasche mit weitem Hals. Durch ihren Korken war ein Röhrlein getrieben, das bis auf den Grund der Flasche reichte, die bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt war. Oben trug das Röhrlein einen Pfeifenkopf. Die gläserne Seitenwand war ein Loch gebrochen worden und in diesem ihr Glaserkitt ein 2 Spannen langes Schilfrohr befestigt von mindestens 2 Zentimetern Durchmesser. Das Ganze war eine sehr primitive Wasserpfeife. Den Kopf füllte Mahmud mit dem Gemisch, das er hergestellt hatte, legte eine glühende Kohle darauf und nahm den ersten Zug. Er sog ihn tief in die Lunge, nahm noch einen und gab dann die Pfeife an mich weiter. »Was ist das?« frug ich. »Lakef.« »Was ist Lakef?« »Man sagt auch Haschisch.« Ich war nicht frei, ich hatte Rücksichten zu nehmen. Ich konnte es mir nicht leisten, um 10 Uhr betrunken heimzukommen. Mahmud, der Mulatte, erriet meine Gedanken. Er betrachtete mich lächelnd und es war ein brüderliches Lächeln. »Oh, Julia«, sagte er, »oh, Bruder, glaubst du, dass ich will, dass du bestraft wirst? Du sollst gut schlafen heute Nacht, aber trink keinen Wein.« Ich folgte seinem Rat und trank nur Tee. Er ließ ihn holen für mich vom nahen Café Daci. 3-mal noch wurde die Pfeife gefüllt, geleert. Dann ging Mahmud wieder an den Wandschrank, kam zurück mit einer Handvoll grüner Blätter, die er zerrieben, in einen alten Teetopf schüttete. Dann vermischte er sie mit entkernten Datteln, zermahlenen Erdnüssen und Honig. »In 2 Wochen«, sagte er, »darfst du die Konfitüre kosten, nicht früher.« An diesem Abend geschah weiter nichts. Ich kehrte heim und schlief schwer und tief. Nach 14 Tagen gab mir Mahmud von der Konfitüre zu kosten. Es war ein Sonntagnachmittag. Ich schluckte einen vollen Kaffeelöffel von dem Zeug und da ich den Geschmack merkwürdig fand, nahm ich nach dem ersten Löffel einen zweiten. Obwohl mir Mahmud mit dem Zeigefinger drohte, der lang war und schlank braun, wie der gestutzte Schößling eines Apfelbaums. Haschisch!
Ich hatte Haschisch gegessen und erwartete nun, ein Paradies Mohammeds zu sehen. Es war etwa 3 Uhr, als ich die Mixtur schluckte. Sie schmeckte körnig, würzig und roch ein wenig, ein ganz klein wenig nach faulem Fleisch. Um 4 Uhr empfahl ich mich, denn ein alter, magerer Kerl war gekommen, der mit Mammut wichtige Geschäfte zu besprechen hatte. Und beim Fortgehen machte ich mich über Mammut lustig. Dein Haschisch, sagte ich, wirkt gar nicht. Ich spüre nichts. Wart ab, Bruder, wart ab, sagte Mammut. Ich bummelte heim, trank unterwegs ein Glas Weißwein mit Zitronensirup und spürte noch immer nichts. Es wurde 5, es wurde 5:30, nichts. Um 6 Uhr wurde bei uns zu Nacht gegessen. Es gab Schafragout und weiße Bohnen, daran erinnere ich mich noch genau. Und ich aß viel, denn ich hatte Hunger. Nachher ging ich hinunter in den Hof. Ich spürte die erste Wirkung des Hanfes, des Haschisch. Ein weißes Hündlein lief im Hof herum, beschnupperte Baumstämme, Ecksteine und schließlich schnupperte es auch an den blank gewichsten Gamaschen eines Offiziers. Des Hündleins Schwanz war geringelt und diese Schwänzlein verbunden mit den blank gewichsten Gamaschen ließen eine riesige Woge aus dem Boden wachsen, 6-mal höher als ich, glasklar und bläulich. Doch sie bestand nicht aus Wasser, diese Woge, sondern aus Gelächter. Sie rollte heran und überflutete mich. Das heißt, ich musste lachen. Ich bog mich vor Lachen. Doch das war nicht lustig, durchaus nicht. Denn es tat verteufelt weh. Das Zwerchfell krampfte sich schmerzhaft zusammen, lockerte sich und wieder begann der Krampf. Eine tiefe Stimme herrschte mich an. Sie gehörte dem Besitzer der blankgewichsten Gamaschen. Ihnen geht's wohl zu gut. Aber ich musste weiterlachen. Die Tränen liefen mir über die Backen. Ich hielt mir den Magen. Und da ließ mich der Gamaschenbesitzer in Frieden ziehen. Es war eben Sonntag. Einen Augenblick lang hatte ich Ruhe. Das Hündlein war verschwunden. Ich sah den Frühlingsabend, er war sonnig. Ich sah das zarte Grün der ersten Blätter und die Luft war ganz leicht mit Staub gezuckert. Da kam die zweite Woge. Sie war nicht mehr bläulich und glasklar, sie bestand nicht mehr aus eisigem Gelächter, nein, sie war unsichtbar und stieg in meinem Inneren auf. Und zwar so, dass mein Blut sich ausdehnte, mein Körper wuchs. Plötzlich war ich größer als der 2-stöckige Kasernenbau vor mir. Ein Gigant war ich. Die Woge hatte mich zu riesenhafter Größe auseinandergezerrt. Mit einem Schritt hätte ich, davon war ich tief im Innern überzeugt, über den Bau vor mir schreiten können, mühelos. Unendlich lange Zeit schien dieser Zustand zu dauern. Und dann zersprang er wie Glas, weil ihn der Stundenschlag einer nahen Glocke anrührte. Einen Augenblick war ich wieder ganz nüchtern. Und in dieser kurzen Spanne fasste ich den Entschluss, schleunigst ins Bett zu kriechen. Oh, diese Arbeit. Unser Schlafraum lag im ersten Stock. Die Stiege, die dort hinaufführte, wurde in der Mitte durch einen Absatz unterbrochen, der durch ein Fenster Licht empfing. Dann kehrte die Treppe. Ich habe 3/4 Stunden gebraucht, nur um den Absatz zu erreichen. Denn ich war ja so riesig groß, dass ich Angst hatte, mit einem Schritt den Absatz zu verfehlen und mit dem Fuß durch das Gangfenster zu fahren. Also Vorsicht, Vorsicht. Zum Glück war ich allein im Stiegenhaus und konnte meine akrobatischen Übungen ohne Zuschauer ausführen. Als ich endlich im Bett lag, verlor der Rausch seinen Reiz. Ich träumte dunkel von Parfumfabriken und von Färbereien. Nach 2 Tagen war das ärgste Kopfweh vorbei und ich konnte Mammut besuchen. Er drückte mir sein Missfallen aus. Warum hatte ich ihn am Samstagabend im Stich gelassen? Warum war ich nicht gekommen? Ich erzählte ihm, was geschehen war. Da begann Mammut zu lachen. Er lachte, wie nur Mischlinge mit schwarzem Blut zu lachen verstehen. »Lach nicht, Chuya«, bat ich. Denn die große Gelächterwoge, die mich überschwemmt hatte beim Anblick eines Hündleins Schwanz, wollte sich wieder auf mich stürzen. Und Mammut, der ein Gentleman war, hörte auf zu lachen und schlug mir vor, königlich war seine einladende Gebärde, mit ihm ins Hammam ins Dampfbad zu gehen. Dort hat mir ein Masseur den letzten Rest Gift aus dem Körper geknetet. Jede Woche eine neue Geschichte. Jede Woche
eine neue Welt. Ich hoffe, Sie sind dabei.